Wer sind diese Leute? Warum sind sie in meinem Kopf? Warte. Ich habe schon von diesem Ort geträumt. Also, war es doch kein Traum? Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Outcast, A New Beginning. Dong. Dad? Dad, bist du das? Was? Ich bin Vater? Daddy? Wo bist du? Hier drüben. Bleib dort. Ich komme zu dir. Wo zur Hölle bin ich? Das ist nicht fair. Ich kann doch nicht von Daddy und Mami verlassen werden. Du weißt, ich will nicht, dass du ihn Daddy nennst. Commander Slade kommt auf die Mission, um Mami und ihre Freunde zu beschützen. Dann will ich auch mitkommen. Es ist zu gefährlich, Kleines. Keine Sorge, ich bin im Nu wieder zurück. Versprochen. Das hat Daddy auch versprochen. Camilla. Ich meine Commander Slade. Tut mir leid, Mami. Ist schon gut. Ich hab dich lieb. Hat er auch gesagt. Camilla, ich habe eine Tochter zu Hause. Ich kann hier nicht bleiben. Sie braucht mich. Das ist alles andere als gewöhnlich. Leas! Du, aber ich habe dich in der Explosion umkehren sehen. Ich bin zurück, keine Ahnung wie. Deine Wächterfreundin hatte leider weniger Glück. Sie hat viele Invasoren erledigt, bevor ich zu ihr konnte. Ihr Opfer macht uns stolz. Ihr Phandasma sei gesegnet. Und gesegnet sei der Ulukai. Die Prüfung war ein Erfolg. Du hast bewiesen, dass die Jots dich schützen. Warum halten wir an? Ich brauche ein Portal in meine Dimension. Ich habe eine Tochter und... Ich habe auch eine Tochter. Und ich will nicht, dass sie leidet. Die Jots wollen, dass du die Monster beseitigst, die uns Talana unterdrücken. Hör mal, ich muss dir etwas über die Monster sagen, die euch bedrohen. Ich weiß alles über sie. Die sind giftiger als die Nekar-Pest. Wir sollten sie alle auslöschen. Ach komm, das ist etwas überzogen. Es muss auch Gute unter ihnen geben. Keiner verdient Mitleid. Sie haben meinem Volk Furchtbares angetan. Aber verzeih meinen Zorn, Ulukai. Du wolltest mir etwas erzählen? Mein blödes Gedächtnis. Ja, nach Hause? Wie komme ich wieder in meine Dimension? Nur die Almael kann diese Frage beantworten. Aber Kisar ist eine verbotene Insel. Klingt nach einem Mord für mich. Wo geht's lang? Die Insel ist von einem gewaltigen Helidiumschild umgeben. Wir nennen ihn den Speer. Nichts kann ihn durchdringen. So wollen es die Jots. Deine Jots machen es mir echt nicht leicht, was? Vielleicht gibt es einen Weg. Die Kinder von Kisar leiden an einer rätselhaften Krankheit. Und die Almael hat die Shamas geschickt, um sie zu heilen. Sehe ich aus wie einer dieser Shamas? Nein, aber du könntest einen überzeugen, dich der Almael vorzustellen. Aber das musst du dir erst erarbeiten. Warum stellst du mich hier nicht vor? Ich wasche deine Hand und du wischst die meine? Ich werde dir gar nichts waschen. Außerdem sind Dolotai-Wächterinnen nicht länger in Kisar willkommen. Also, wo fange ich an? Im Meer ist das nächste Dorf. Frag nach dem Shamas Nemet. Verstanden. Oh, du solltest dieses Gerät tragen, so können wir in Kontakt bleiben.
Comlink-Synchronisierung. Synchronisierung abgeschlossen. Aber was ist mit den Invasoren? Überlass diese unidentifizierten Monster mir. Bin ich jetzt die Einzige, die noch den Spruch, ich werde dir gar nichts waschen im Kopf hat? Aber die Umgebung sieht ja mal Hammer aus. Hilfe. Mini-Karte. Das Dorf Emea wurde auf deiner Karte markiert. Folge der Richtungsanzeige auf der Minikarte, um dein Ziel zu erreichen. Okay. Achso, das Blaue ist die. Die Richtungsanzeige. Sehr schön. Hinter mir sind drei Feinde, wenn ich das richtig sehe. Wie war das nochmal mit dem... Okay, damit ducke ich mich. Nee, ich wollte eigentlich wissen. Links ist noch ein Haus. Oh, was ist das denn? Das war jetzt zu schnell. Zerstöre die, um was zu kriegen. Ich weiß es nicht. Da sind auch Feinde. Ach, da oben, die Viecher. Jetzt nicht mehr. So, was ist mit euch hier? Okay, euch können wir nicht zerstören. Wahrscheinlich nur das, was leuchtet, nehme ich mal an. Hier hinten. Links ist nochmal nochmal was. War das mein Schild oder was hat er jetzt aufgeladen? Ich habe es jetzt nicht mitbekommen, weil da oben das Schild, glaube ich, ist was größer geworden. Aber ich bin mir nicht sicher. Das ist mehr. Suchen wir Shamas Nemet. Mach mal. Ist ja schon einfache, aber doch irgendwie richtig geile Handwerkskunst so. Sieht echt gut aus. Mission abgeschlossen. Erreiche Emea. Drücke nach unten, um die hervorzuheben. Was denn? Hi, kannst du mir helfen? Koyo Sayat? Meine Yono. Anscheinend eher nicht. Na gut, gehen wir mal lieber komplett durch, würde ich mal sagen. Der sollte hier oben... Nee, der sollte irgendwie hier sein. Hallo, ich habe ein paar Fragen. Mene Sayat Agakamon. War das jetzt eine Beleidigung? Ah, da oben, Moment, Ausrufezeichen. Schauen wir nochmal, es müsste... Ja, aber das ist weiter weg. Tut mir leid, wenn ich störe, aber ich suche den ansässigen Shamas. Katagisai, allmächtige Jotz. Du sprichst perfektes Agakamon, die verlorene Sprache von Kasars falscher Prophezeiung. Wer bist du? Zum Glück verstehst du mich. Ich heiße Cutter Slate. Hast du vom Ulukai gehört? Ulukai? Tut mir leid. Dieser Moment ist seltsam. Ich habe seit vielen Monden kein Agakamon mehr gesprochen. Ich bin Nemet, Shamas von Emea. Sehr erfreut. Pass auf, Leas schickt mich. Du musst mir helfen. Ich weiß nicht, ob ich das kann, aber ich höre. Ja. Ich kann alles machen, oder? Hoffe ich mal. Erzähl mir von... Meinst du, die Invasoren können geheilt werden? Gute Frage. Ich erkenne kein Phantasma in ihnen. Wesen ohne Phantasma können nicht durch das Phantasma und die Jots geheilt werden. Sie können auch nicht umgekehrt werden. Hast du versucht, sie zu heilen? Ich halte mich lieber von ihnen fern.
Vermutlich würden sie mich umkehren. Auch wenn sie nicht bluten, könnt ihr sie töten. Vertrau mir. Du klingst entschlossen. Reden dort, wo du herkommst, alle auf diese Art? Moment. Das interessiert mich nicht. Ich war länger nicht mehr zu Hause. Das interessiert mich nicht. Naja, zumindest ist er ehrlich. Okay, dann erzähl mir mal was über die Heilung. Kannst du mich heilen? Sei bereit. Mögen die Jots meine Hände führen. Ach so. Ach, cool. Okay. Erzähl mir von der Almael. Wenn die Jots sprechen, hört die Almael zu. Wenn die Almael spricht, hören die Shamas zu. Wenn wir Shamas sprechen, hören die Dörfer zu. Manchmal. Manchmal ignorieren sie uns und durchleiden die gleichen leidvollen Zyklen immer wieder. Dagegen ist man machtlos. Oh, mit leidvollen Zyklen kenne ich mich aus. Okay. Hör zu, das klingt jetzt verrückt. Aber eure Götter, also die Jots, haben mich aus einem Grund auf euren Planeten gebracht. Ich wüsste gerne, was der Grund dafür ist, damit ich zurück zu meiner Familie kann. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich muss mit der Almael reden. Nur Shamas können außerhalb von Okastok nach Kizar eingeladen werden. Und ich bin ein Shamas. Fantastisch. Dann pack deine Butterbrotdose. Wir gehen in 10. Ich habe den Ruf der Almael vernommen. Die kranken Kinder Kizars müssen geheilt werden. Doch was kann ein Shamas tun? Der Weg nach Kizar ist lang und voller Invasoren. Du überlebst vielleicht, doch ein Shamas würde sicher umgekehrt werden. Pass auf, wir können hier 2 Fliegen mit einer Klappe schlagen. Sobald wir in diesem Kizar sind, können wir auch überlegen, was wir wegen der Kinder machen. Wir? Der Speer beschützt die Insel vor allen Eindringlingen. Und die Almael kennt dich nicht. Es tut mir leid. Die Almael wird dich nicht empfangen. Und genau deswegen brauche ich dich, um hineinzuhuschen, mit der Almael zu reden und herauszufinden, wie ich nach Hause zu meinem eigenen Kind komme. Du hast nämlich genau recht. Hier geht es um unsere Kinder, oder? Wenn man die Daokas reaktivieren würde, ich glaube, ihr nennt sie Portale, oder? Ist das der korrekte Agakamon-Begriff für Daokas? Wie auch immer. Die Reise von Emea nach Kizar wäre dann einfach. Wusch! Nichts weiter als 3 Atemzüge. Zu dumm, dass Häuptling Hatsu es nicht erlaubt. Die Invasoren haben nämlich unser Daoka deaktiviert. Er will sie nicht noch mehr provozieren. Hey, die Oberschicht zu provozieren ist genau mein Ding. Ich kann helfen, euer Daoka zu reaktivieren, wenn es uns nach Kizar bringt. Dir zu helfen geht gegen den Befehl von Häuptling Hatsu. Man könnte mich als Verräter sehen, aber die Kinder gehen vor und die Talaner sind ein dankbares Volk. Wir belohnen heldenhafte Taten. Hilf uns mit dem Daoka, dann werde ich, wie sagt ihr, dein Vorhaben verfechten vor Hatsu und der Almael. Sagt man das so? Das klingt nicht richtig. Ja, die Eskorte haben wir eigentlich schon nachgefragt. Pass auf dich auf, Nemeth. Slate Unleashed. Ja, macht er auch nicht mehr. Ich habe mit dem Shamas von Emea geredet. Nemeth, ist er bereit zu helfen? Ja, unter der Bedingung, dass ich das Daoka wieder aktiviere. Du wirst den Kern bergen müssen, den die Invasoren gestohlen haben. Er ist in einer Basis in der Nähe. Du warst dort? Das ist zu gefährlich für Talana. Unsere Waffen sind machtlos gegen ihre Feuerkraft. Ich werde dir zeigen, wo sie liegt. Ich bin dran. Danke, Leas. Okay, den Daoka-Kern von Emea finden. Leas hat die Position des Daoka-Kerns auf deiner Karte markiert. Drücke links. Ah, so können wir die Karte öffnen. Sehr schön. Die Frage ist jetzt nur, was davon ist jetzt Dorf des Waldes? Wähle Ema auf der Questkarte aus. Emea. Moment, also hier das. Unentdecktes Ziel. Du musst erst weiter nach Informationen suchen.
Mit dem Schamar sprechen, den Kern von Emea finden, ja. Questkarte schließen. Was guckst du mich denn jetzt so an? Mission abgeschlossen. Bringe den Kern aus dem Außenposten. Nicht bringe, birg den Kern. Okay, das ist jetzt auf jeden Fall... Da wollte ich eigentlich nicht runter. Ich wollte eigentlich die Treppe gehen. Aber okay. Das ist auf jeden Fall unser nächstes Ziel. Und es ist markiert. Sehr schön. Frage ist jetzt, wo müssen wir jetzt hier genau hin? Alleine so... Alter! Hab ich mich jetzt erschrocken. Ich wollte eigentlich nur sagen, allein schon diese coolen Sachen, die hier alle drin sind, diese komischen Pflanzen und Flora und Fauna. Ah! Da hat mich das Ding noch glatt weggeschossen. Also hier muss der Kern deponiert werden. Okay, das ist gut zu wissen. Ich werde nie wieder hierhin finden, aber es ist trotzdem gut zu wissen. Oh, ich bin immer noch geschockt von dem Moment gerade. Können wir hier durchs Wasser durch? Alter! Ist er tot? Die sind hier überall. Ich glaube, ich nehme mal lieber einen anderen Weg, wa? Ich weiß auch nicht, ob ich da jetzt überhaupt übers Wasser drüber komme, weil wir können zwar sehr weit springen, aber ob wir da direkt über das komplette Wasser rüberkommen, ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Ich hoffe, das sind jetzt nur die im Fluss hier. Hier angezeigt werden und nichts anderes mehr. Das sieht so krass aus, finde ich. So eine Grafik bräuchte man bei Teso. Ja gut, Teso hat auch schon eine sehr gute Grafik, muss ich sagen. Es ist halt ein ganz anderer Stil. Hallo? Da bist du. Mit deinem Comlink stimmt etwas nicht. Hab ihn ausgeschaltet. Du... Wie bitte? Was tust du da? Das haben wir von ihnen. Sicher wollen sie ihre Relikte zurück. Damit können wir verhandeln. Du weißt, wir haben dafür nicht die Erlaubnis. Ich habe nach dir gesucht. Dein Vater wartet in der Zentrale auf uns. Vielleicht geht es bei dieser Mission nicht nur um seine Wünsche, Colonel. Denken Sie darüber mal nach. Oh, noch eine Vision. War das der Daoka-Kern, den Nemeth sucht? Aber das würde dann heißen, dass die da auch sind, oder? Oder ist das eine Vision aus der Vergangenheit? Das ist natürlich jetzt die Frage. Sehen wir, was jetzt gerade passiert, oder sehen wir, was in der Vergangenheit mal passiert ist? Und die nächste Frage, dieses komische Zeugs hier, ist das giftig? Es waren aber mehr als zwei. Da war aber noch einer, wissen wir. Das? Kann man nichts mitmachen? Ah! Ich sage, der ist ein bisschen schwungvoll im Laufen irgendwie. Und wenn man dabei dann auch noch ein bisschen zur anderen Seite guckt. Aber ich finde das automatische Einsammeln finde ich richtig geil. Dass der dann die Sachen so automatisch rüberzieht. Oh, habe ich mich jetzt erschrocken.
Okay, was haben wir hier? Hilfreich. Und oh, so schädlich. Waffenmodul. Du hast ein neues Waffenmodul entdeckt. Du kannst es an deine Waffe anbringen, um sie zu verbessern. Fortfahren. Verwende R1, um das Waffenmenü zu öffnen. Kann ich hier irgendwas auswählen? Achso, da bin ich drauf. Maschinengewehr. Erschütterungsschuss. Wähle eins deiner Module, drücke A, um es an einen leeren Platz auszurüsten. Schaden plus 20%, weniger Feuerrate. Weniger Schaden, mehr Feuerrate. Ehrlich gesagt mag ich beides nicht. Tja. Das macht mehr Schaden, hat aber eine kleinere Feuerrate. Nehmen wir das mal. Wir versuchen es mal. Sag Hallo zu meinem kleinen Freund. Du hast das erste Mal ein Modul ausgerüstet. Ah, okay. Das war eine Errungenschaft. So, hier müsste der Kern drin sein, nehme ich mal an. Scheitern ist keine Option. Du hast deinen Außenposten abgeschlossen. General Burham, Sie wollten uns sprechen? Du musst nicht so förmlich sein, Liebes. Nenn mich einfach Vater. Okay, Vater. Ich will, dass du den Bodeneinsatz abbrichst. Die Situation ist eskaliert. Was ist los, General? Diese Aufzeichnung kommt von der geborgenen Blackbox einer beschädigten Drohne. Hier! Ein abtrünniger Agent? Das kann nicht sein. Exakt, Colonel. Das beweist, dass die wilden Hexer sind. Sie kriechen in unseren Kopf, um uns zu verwirren. Das ist eindeutig eine Art Gestaltwandler. Wirklich? Bitte, Vater. Langsam wird das lächerlich. Weißt du, was lächerlich ist? Du bist Flottenvermittlerin, konntest aber noch mit keinem einzigen Gefangenen kommunizieren. Und trotzdem versicherst du mir, dass diese Primaten intelligent sind. Wir reißen ihr Land an uns. Nur weil sie uns nicht willkommen heißen, sind sie nicht gleich dumm. Hier spricht General Burham. Ich will Verstärkungskonvois bei allen Basen. Auf der Stelle! Die Jots machen noch einen Hellseher aus mir. Wie auch immer. Danke für die Info, General. Ja, das heißt, am besten mal schnell weg hier, ne? Ulukai, wie erwartet wurde deine Anwesenheit bemerkt. Einige Talaner reden bereits über dich. Ach, wirklich? Was sagen sie denn? Denn ich kann mir keinen Reim darauf machen, was sie mir erzählen. Sie verstehen dich auch nicht. Nur die Shamas sprechen deine Sprache. Sie nennt sich Agakamon. Also nur Shamas. Ich merke es mir. Slate Ende. Das hat eigentlich dieser eine Shamas ja eben schon so erklärt, ne? Aber lassen wir mal so stehen. So, Moment. Hier ist der Eingang. Kann man hier reinzoomen? Achso, weiter links halten und dann... Okay. Das wird zwar angezeigt, aber ich war mir jetzt nicht sicher, ob ich nicht doch von rechts aus laufen soll. Ich hoffe, das sind die im Wasser gewesen hier. Ja, da dürfte es, glaube ich, egal sein. Ich komme mal von dieser Seite aus. Ich kann leider nicht vernünftig laufen, weil dieses Stick reindrücken und dann dabei laufen ist total Mist. Obwohl...
Hier ist es, glaube ich, mit der besseren Variante, wenn ich das richtig sehe. Man muss es nur einmal reindrücken. Weil bei denen, die das so gemacht haben, dass man das die ganze Zeit gedrückt halten muss, das ist totaler Mist, weil das immer wieder rausspringt. Aber es scheint hier die bessere Variante zu sein. Zu den Sternen. Ja, würde ich sehr, sehr gerne machen. Werden wir auch machen. Aber ich würde sagen, das ist eigentlich der perfekte Moment, um hier einen kleinen Cut zu machen. Und in der nächsten Folge werden wir dann sehen, wie es weitergeht. Ich werde jetzt das Tor betreten und werde dann aber den Cut machen. Weil ich hoffe, dass da nochmal gespeichert wird. Bis zur nächsten Folge. Ciao. Wir sehen uns auf der anderen Seite. Hier schon wieder? Willst du den Ball? Los, hol ihn dir. Nimm die Zunge weg, das kitzelt. Jetzt sitz. Sitz. Ja, braver Junge. Mama, sieh doch mal, er macht Sitz, da. Was meinst du, Marion? Unsere Kleine scheint das Geschenk zu mögen. Das ist alles, worüber sie diese 2 Monate reden konnte. Das in 8 Wochen, Slate. Wochen, Monate, ich muss nach Costa Rica, streng geheim. Du weißt, dass ich mich nicht melden konnte. Es ist einfach zu schwer für Camilla. Die Sehnsucht, die Fragen. Du kannst nicht einfach aufkreuzen und dann wieder auf unbestimmte Zeit verschwinden. Was willst du damit sagen? Ich soll nicht mehr kommen? Nicht so. Entweder bist du Teil ihres Lebens oder nicht. Okay? So ist der Job, Wolf. Gerade du solltest das verstehen. Ich verstehe es auch. Also komm bitte erst wieder, wenn du die Dokumente vom Anwalt erhalten hast. Wenn ihr mich und meinen Kanal unterstützen möchtet, dann lasst doch gerne ein kostenloses Like da oder vielleicht auch ein Abo. Lasst doch gerne einen Kommentar da. Und wenn ihr mich finanziell unterstützen wollt, dann könnt ihr natürlich auch gerne eine Mitgliedschaft eingehen. Wir müssen dem Logarithmus von YouTube ein wenig entgegenwirken und die kleineren Kanäle auch ein wenig pushen, denn die bekommen meiner Meinung nach zu wenig Aufmerksamkeit. Vielen Dank für eure Unterstützung. Und bis zur nächsten Folge. Ciao!